Deutschland und die Türkei wachsen wirtschaftlich und kulturell immer enger zusammen. Deshalb ist es gerade für junge Leute wichtig, das jeweils andere Land und die Menschen dort kennenzulernen. Die deutsch-türkische Jugendbrücke möchte den Austausch zwischen jungen Menschen und Fachkräften in beiden Ländern fördern. Sie wird als zivilgesellschaftliche Initiative mit staatlicher Förderung aufgebaut. Der Gründungsimpuls kam von der Stiftung Mercator. Ihre beiden Programmbüros befinden sich in Deutschland und in der Türkei. Ihr Träger in der Türkei ist die private Jugendstiftung TOG. Die Jugendbrücke unterstützt den Austausch zwischen Deutschland und der Türkei, um die guten Beziehungen zwischen beiden Ländern über die Intensivierung des Jugendaustauschs noch weiter zu stärken. Sie wendet sich ganz gezielt an Schüler, Studierende und Auszubildende, Lehr- und Fachkräfte der Jugendarbeit und an Eltern in beiden Ländern. Wie gelingt es der Jugendbrücke, möglichst viele Menschen zu begeistern? Sie informiert auf ihrer zweisprachigen Website und mit einer umfangreichen Datenbank über bestehende Projekte und berät interessierte Akteure in beiden Ländern bei ihren Vorhaben. Zudem organisiert sie selbst auch Netzwerktreffen und Veranstaltungen in Deutschland und in der Türkei. Die Jugendbrücke ist ein deutsch-türkisches Kooperationsprojekt und wird in öffentlich-privater Partnerschaft aufgebaut. Ein deutsch-türkischer Beirat berät die Jugendbrücke. So entsteht ein besseres Verständnis füreinander, das wir brauchen, um Europa gemeinsam zu gestalten.